Guten Morgen, ihr Lieben. So schön, eure Gesichter so zu sehen in so zahlreichen Menge. Ich begrüße auch nochmal ganz herzlich das Work-Team. Nochmal sehr schön, dass ihr so viel getan habt für uns hier in Friedensau und dass ihr heute hier seid. Und wir befinden uns nun wir haben jetzt 5 Tage der Besinnungswoche um und sind jetzt am 6. Tag und das ist der letzte Tag. Und ich freue mich, dass wir heute hier alle so zahlreich zusammengekommen sind. Und das Thema, das wir heute haben werden, ist: Verirrt im Wald des Lebens, Liebe ist der Kompass, der uns rausführt. Und ich würde jetzt einmal noch das Wort an Nina geben. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der ja auch später noch Thema sein wird, der Bibelvers. Ich lese aus Matthäus 18, Vers 12. Wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eines läuft weg und verirrt sich, was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen und in die Berge gehen, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wir bitten jetzt einmal in Ruhe das Worship-Team einmal nach vorne, um den ersten Song zu hören. Happy Sabbath. Okay, das machen wir nochmal. Happy Sabbath. Okay, sehr schön. Ich weiß nicht, wie man das gut auf Deutsch übersetzt. Vielleicht gesegneten Sabbat? Sehr schön. Wir wollen gemeinsam loben und preisen. Wir wollen von seiner Liebe singen. Bitte steht dazu auf und singt und preist mit uns. Sing of your love forever. I could sing of your love.
für das nächste Lied bitte ich alle Kinder hier nach vorne. Hier ist noch ein bisschen Platz. Auch alle Junggebliebenen dürfen natürlich gerne mit vorkommen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Kinderlied singen. Das nennt sich Alles jubelt, alles singt. Und so wie dieses Lied auch heißt, wollen wir gemeinsam alle jubeln und alle singen. Dazu bitte ich alle nach vorne, also alle Kinder. Das hat doch schon mal sehr gut funktioniert. Schön, dass ihr alle da wart. Ihr dürft jetzt wieder zurück. Er wird sich wieder über uns erbarmen, immer wieder unsere Missetaten bezwingen. Ja, du, Herr, wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Wir wollen von diesem etwas peppigem Lied zu einem besinnlicheren Lied Ich tauch ein übergehen. Für all diejenigen, ihr dürft euch setzen, ist es vielleicht nicht so bekannt, das Lied. Wenn ihr stehen bleiben wollt, dürft ihr das natürlich auch. Wer es kennt, der kann sehr gern mitsingen. Wenn ich hier vor dir stehe, deine starke Gnade sehe, dann ergreift mich deine Liebe. Du nimmst mich in deine Arme, Frieden hüllt mich ein für immer. Ich tauch ein ins Gnadenmeer. Ich
Ich atme ein, nimm deine Liebe an. Deine Liebe an. Wir wollen gemeinsam beten. Großer himmlischer Vater, wir haben es gerade gesungen. Herr des Alls, so wunderschön. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du uns so viele Gründe gibst zum Anbeten. Vater, du hast uns zuerst geliebt und du hast uns zu dir hingeliebt. Du hast uns durch deine Gnade zu dir hingezogen und wir können nicht anders, als darüber zu singen, als darüber zu sprechen, als diese Liebe anderen weiterzugeben. Vater, hab Dank dafür, dass du uns die Möglichkeit gibst, wirklich in dein Gnadenmeer einzutauchen, vollkommen, dass du uns rein gemacht hast vor dir, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen hier. Danke, dass du uns diesen Sabbat hier geschenkt hast und uns deinen Geist geben möchtest. In deinem Namen. Amen. Danke euch, dass ihr euch vorbereitet habt, liebes Worship-Team, und dass ihr uns mitgenommen habt in diese Zeit der Anbetung. Ich habe jetzt noch ein paar Informationen von euch, für euch, von der Gemeinde. Und ja, von dem ersten habt ihr sicherlich schon was mitbekommen. Ein Event in diesem Monat noch am 21. April, und zwar der Waldlauf 2024 für den guten Zweck. Und dazu will ich gar nicht viel sagen, denn wir haben euch ein Video mitgebracht. Hast du davon schon mal gehört? Wir in Friensau haben hier sehr viel Wald und verbinden deine Gesundheit mit dem guten Zweck. Komm zum Waldlauf nach Friensau. Wir unterstützen dieses Jahr die Freiwillige Feuerwehr, den Bereich Kinder- und Jugendarbeit in Möckern. Am 21. April. Sei dabei. Infos und Anmeldung findet ihr hier. Studien haben gezeigt, wie gesund. Dankeschön, mal ein Mikro, das ich nicht runter machen muss. Alles Wichtige habt ihr schon in dem Video gesehen, habt ihr schon die letzten Wochen gehört und kennt ihr aus der Vergangenheit. Ich habe noch kurze Ergänzungen. Zum einen, das Video haben wir produziert, damit ihr alle und wir alle das gemeinsam an Freunde in den WhatsApp-Status oder sonst wohin schicken können. Am besten funktioniert nach wie vor, Freunde einzuladen. Deswegen, wer das Video haben will, wendet sich. Ich werde das nicht per Spam an jeden schicken, sondern meldet sich einfach an mich, oder die meisten in Friensau werden das bestimmt innerhalb des Tages haben. Ihr findet jemanden, der es hat. Zweitens, ich habe hier etwa 400 Flyer, auch die sehr gerne nach dem Gottesdienst mitnehmen und Freunde einladen, Arbeitskollegen, Nachbarn. Ihr findet jemanden. Und das Dritte, wenn ihr Probleme habt mit der Anmeldung, wenn ihr sagt, ja, Internet ist nicht so meins, oder ich weiß nicht, wen ich unterstützen soll, ich würde ja gern was spenden, aber ich kenne doch die jungen Leute, die laufen nicht mehr, wendet euch an mich oder an Matej. Matej ist unser begnadeter Klavierspieler in den letzten Wochen hier gewesen. Und genau, wir helfen euch, entweder euch mit jemandem zu verbinden, der läuft und noch keinen Sponsor hat. Wenn ihr selbst laufen wollt, aber kein Internet habt, haben wir Zettel draußen liegen. Da helfen wir euch auch, die auszufüllen. Genau, einfach sagen, wenn ihr Hilfe braucht, wir sind für euch da. Danke. Danke dir. Hört einfach nochmal in euch hinein, ob ihr da vielleicht mitmachen wollt und Teil dieses Events sein wollt. Am Dienstag, den 2.4. Anfang dieses Monats, ist Kurt Wagner, der hier im Seniorenheim war, mit 98 Jahren verstorben. Und am Montag, den 15.4., wird um 11 Uhr im Andachtsraum im Seniorenheim die Trauerfeier sein und anschließend dann die Beisetzung auf dem Waldfriedhof. Am 17. April, ein Mittwoch, wird abends hier ein Konzert stattfinden mit dem Kirchenmusiker Christian Scheel
und Jora Lehoff. Und ja, 19.30 Uhr. Und wenn ihr da weitere Infos wollt, es hängen Plakate draußen. Dann werden nach diesem Gottesdienst wie immer die Bibelgespräche stattfinden auf den Folien. Und auch am Ende des Gottesdienstes könnt ihr sehen, wo ihr hingehen könnt, wo die Gespräche stattfinden werden. Und ja, wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, liegen draußen auf den Tischen die kleinen Infozettel und die Gemeindeinformationen für dieses Quartal. Versteht ihr mich? Kann das sein, dass das nicht funktioniert? Ja. So, jetzt hört ihr mich. Es hat vorher nicht ganz funktioniert mit dem Mikro. Traditionell, so wie wir das zu jeder Besinnungswoche machen, haben wir jetzt den Erfahrungsaustausch. Und wir haben schon die ein oder anderen Leute angesprochen, die jetzt gleich was sagen werden, aber ich würde euch bitten, dass ihr nochmal in euren Herzen nachforscht, was euch denn diese Tage über bewegt hat, was Dante erzählt hat, ob es irgendeinen besonderen Moment gab, was ihr mitnehmen möchtet jetzt für die kommenden Wochen aus der Besinnungswoche. Da dürft ihr euch gerne mal in Ruhe Gedanken drüber machen. Ich beginne jetzt mal mit der ersten Person. Ich gehe mal ganz schnell dorthin. So, liebe Theresa. Ja. Ja, hallo, ich bin Theresa und ich war auch bei der Besinnungswoche dabei und ich konnte mir von Dante sehr viel mitnehmen, weil ich es einfach so genossen habe, zuzuhören, wie er aus seinem Leben seine Kämpfe so berichtet hat, die er so hat im Glauben. Und ich konnte mir das sehr mitnehmen, dass es so wichtig ist, das zuzulassen, dass man auch manchmal ja, Gott einfach nicht versteht und dass es schwierig ist, mit ihm zusammen den Weg zu gehen und in diesem Glauben zu wachsen, aber dass es sich total lohnt und dass man da miteinander im Austausch treten kann. Der Gedanke von gestern war, dass man sich mit den Leuten, die gerade am Sinken sind, glaube ich war es, verbinden kann, und um dadurch Brücken zu bauen. Und das fand ich sehr wertvoll. Vielen lieben Dank, Theresa. So. Wen haben wir denn als nächstes? Hallo, genau. Ich wollte also Dante wirklich danken für den geistlichen Input und auch lehrreiche Einblicke in sein Leben. Und die Abende, ich weiß nicht, ob ihr bei allen Abenden dabei wart, aber sie bauten aufeinander auf. Und ich war tatsächlich froh, bei jedem Abend zu sein, weil er hat immer Bezug zu irgendeiner Geschichte vom vorigen Abend genommen und da war ich im Thema. Genau, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, also alle Abende als eine Reihe sich anzuschauen, zum Beispiel beim Livestream, wenn jemand das verpasst hat. Und bei jedem Abend gab es interessante geistliche Impulse. Also für mich, was ich für mich persönlich mitgenommen habe, und ich möchte von zwei oder drei davon berichten. Er erzählte so eine Geschichte über einen Mann, also der zu Jesus sprach: Ach, ich bin so krank, wie kannst du mich gebrauchen? Aber der hat nie darum irgendwie gebetet oder ja, dass Jesus ihn heilt und ihm Kraft schenkt. Und das hat mich wirklich ein bisschen nachdenklich gemacht, denn es kommt aus dem aktuellen Anlass. Jedes Jahr habe ich diese Allergie, also die 4 Monate lang irgendwie dauert und darunter leide ich also wirklich sehr. Aber ich habe mich beim Gedanken erwischt, also ich habe nie so innigst irgendwie darum gebeten oder sowas, dass Gott mir das nimmt, weil irgendwie kommt es, vor allem bei solchen chronischen Sachen, erinnere mich an Paulus, so Stachel im Fleisch oder sowas. Aber einfach mal zu testen, ist es tatsächlich so oder wartet Gott nur darauf, also dass er halt einen heilt? Und das war tatsächlich also interessant. Und zweite Sache, Jesus möchte, dass wir so einen kindlichen Glauben haben und einfach zu Gott kommen, wie wir sind und nicht irgendwie rumeiern. Und er hat in diesem Kontext Dante erzählt, dass er also kein Geld für Studium hatte und dann Gott ihm das irgendwie ermöglicht hat.
klar, also dass wir tatsächlich in solchen großen Sachen wirklich auch ja, größeren Glauben sozusagen an den Tag legen und Gott auch darum bitten, aber auch in kleinen Sachen, dass wir auch mit Gott sind. Und dass er uns auch in kleinen Sachen wie auch in großen wirklich also was schenken kann, wenn wir ihn darum bitten. Natürlich ist es immer vorausgesetzt, dass wir Gott die Entscheidung überlassen, wir also praktisch das alles ermöglicht, auf, seinen, also auf seine Art und Weise und nicht auf unsere. Und vielleicht, also die letzte Sache, das war also gestern und auch vorgestern. Man muss nicht immer glauben, was man sieht. Also man hat viel Erfahrung schon, besonders diejenigen, die schon lange im Glauben sind oder beziehungsweise erfahren sind. Also sie denken, okay, ein Blick reicht mir, da kann ich schon sagen, was diesen Menschen ausmacht oder was die Sache ist oder sowas. Es mag ja sein, aber vielleicht tatsächlich in 99% der Fälle und nicht in 100% der Fälle. Deswegen muss man da tatsächlich sich Zeit nehmen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Also ja, also ihr merkt, das waren so tatsächlich also viele interessante Impulse und die einen zum Nachdenken gebracht haben. Und das fand ich tatsächlich ja, sehr spannend und sehr lehrreich. Vielen lieben Dank, Inna. Man merkt, ich hat viel bewegt, das ist sehr gut. Ich komme noch einmal rüber. Itje. Meine Woche war grauenhaft, also so wirklich schrecklich, aber das lag jetzt nicht primär an der Besinnungswoche. Als Nina gestern zu mir kam und mich gefragt hat, Itje, willst du nicht eine Erfahrung morgen erzählen, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich kann, glaube ich, nichts Gutes erzählen. Ich war sehr, 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 sehr gestresst diese Woche. Und dann ist gestern was passiert, was ich so noch nicht erlebt habe. Ich bin ein, würde ich von mir mal platt behaupten, ein musikalischer Mensch und ich begegne Gott viel auch durch die Musik. Deswegen habe ich mich bereit erklärt, gut, machen wir zusammen die Musik für die Besinnungswoche. Das war auch sehr segensreich, aber ich hatte jetzt noch nicht so das Gefühl die letzten paar Tage, oh, das hat mich jetzt krass angesprochen, Dami und ich, als wir das Motto-Lied rausgesucht hatten. Ich war noch so, das kennt doch keiner, das ist voll doof, das Lied. Und gestern ist Folgendes passiert, alles auf einmal. Ich habe vergessen zu arbeiten, ich habe meine Arbeitsschicht einfach vergessen, weil ich so viele Termine hatte. Mein Chef hat mir geschrieben, ich war am Boden zerstört. Unsere Sängerin ist uns abgesprungen, alles ist den Bach runtergelaufen gefühlt, nichts hat funktioniert, diese Songfolien haben nicht so ausgesehen, wie ich sie gemacht habe. Und dann stehe ich da vorne und singe alleine das Mottolied und dieser Text berührt mich plötzlich so sehr, dieses, wenn mich Wellen umringen, mein Vertrauen sinkt, brauche ich nur deine Hand. Du änderst meinen Blick vom Sturm auf dich. Sprichst Frieden in die Angst. Die Gegenwart von dir, mein Gott, lässt meine Seele ruhen. Dann gehe ich aufs Meer hinaus, denn du bist da. Ich sehe nur dich, allein auf tiefen Wassern. Es wird still, du sprichst. Auch wenn ich Stürme sehe, im Zweifel untergehe, ergreifst du meine Hand. Furcht versinkt in tiefer Liebe. Und dieses Lied hat mich gestern so krass gehittet, dass ich mit den Tränen kämpfen musste da vorne auf der Bühne. Ich so, ich sehe nur dich. Und dann bin ich runter von der Bühne und ich musste einfach weinen, weil genau Gott in diesem Moment zu mir gesprochen hat durch diesem Lied. Durch dieses Lied, was in der Bridge auch nochmal so unfassbar darauf eingeht, mit deiner Liebe kann ich niemals untergehen, egal ob ich vergessen habe zu arbeiten, ob die blöden Liederfolien nicht funktionieren, ob irgendwer abspringt. Die Stürme dieser Welt müssen stillstehen, wenn ich dich sehe. Amen, richtig. Und wir wollen das nachher auch noch singen und ich bin jetzt fertig mit Erzählen. Vielen Dank. Itje, danke schön für dein Zeugnis. Da kann man doch nur einen Amen drauf machen, oder? Amen, genau. Gibt es denn jetzt, nachdem ihr die Berichte gehört habt, Zeugnisse gehört habt, gibt es noch irgendetwas,
was ihr sagen möchtet, was euch persönlich noch bewegt hat. Also ich muss noch mal ganz kurz sagen, dass ich außer dem, was Dante gemacht hat, einfach toll fand, was das One Year for Jesus Team gemacht hat. Das hat mich so sehr berührt. Diese kleinen nachträglichen Impulse, die ihr immer noch gesetzt habt nach den Andachten, waren einfach total schön. Da möchte ich mich für bedanken. Dankeschön. Okay, dann danke ich euch nochmal alle, dass ihr so ehrlich gesprochen habt. Und ich würde jetzt einmal überleiten zum Fürbittegebet und dafür dürft ihr einmal aufstehen. Lieber Gott, Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für diese Woche, die Besinnungswoche, die hinter uns liegt. Und ich möchte dich bitten, dass du auch noch jetzt in der nächsten Woche wirkst, dass alle, die da waren, dir etwas mitnehmen konnten, dass das in uns wirkt und dass die Woche noch nicht vorbei ist, sondern in uns weitergeht. Vater, ich möchte dich bitten für die Situation in dieser Welt. Du weißt von den nicht so guten Sachen, von den Hungersnöten, von den Unterdrückungen von Gläubigen, von den Kriegen. Und ich möchte dich für die Politik bitten, für die Menschen, die da in Verantwortungspositionen sind, dass du ihnen deinen Heiligen Geist schickst, dass du bei ihnen bist und ja, es einfach in die richtige Wege leitest, so wie du es dir wünschst, wie es gut für die Menschheit ist. Ich möchte dich bitten, Vater, für die Kranken dieser Gemeinde hier, die heute nicht hier sein können, die vielleicht auch im Krankenhaus sind, dass du ganz nah bei ihnen bist, dass du ihnen zeigst, dass du da bist, dass du unser größter Heiler, unser größter Arzt dieser Welt bist und ihnen einfach das Vertrauen auf dich schenkst. Ich möchte dich bitten für die Studierenden hier an dieser Universität, für die Dozenten in diesem Semester, dass sie gut lernen können, dass sie ein gutes Miteinander haben und vor allem aber dich ganz nah in ihrem Leben spüren und auch in ihrem Unterrichtsalltag. Und ich möchte dich auch persönlich jetzt noch für uns als One Year for Jesus Team bitten, die wir jetzt am Sonntag wieder in unsere Standorte gehen, dass du uns begleitest, dass du uns erfüllst und ja, uns zeigst, wo du uns brauchst, wo wir dir dienen können. Und auch den anderen Menschen. Vater, bitte sei bei uns, bei jedem Einzelnen, der heute hier ist, der zuschaut, dass wir wissen, dass du immer da bist, dass wir immer zu dir kommen, auch in den größten Stürmen unseres Lebens. Und ja, danke, Vater, dass wir wissen, dass du uns immer lieb hast. Amen. Bevor wir jetzt zum nächsten Lied kommen, würde ich einmal noch den Dietmar auf die Bühne bitten. Ja, wir haben letzte Woche viel gehört, viel gesungen, viel gesehen und wir wollten jetzt an diesem Punkt, wollen wir ein Dankeschön sagen. Und da würde ich gerne den Dante mal nach vorne bitten. Der ist da so ganz hinten in der Ecke versteckt. Und ich würde auch Raquel dich bitten, nach vorne zu kommen. Ja, hier ist vorne. Stellt euch mal so hin. Also das ist das Ehepaar, was die ganze Woche hier war. Genau. Morgens, mittags, abends in der Mensa und mit den Leuten gesprochen haben und immer ansprechbar waren. Und was ich gut fand, ist,
Und jetzt erzähle ich etwas, was wahrscheinlich dein Vorsteher nicht weiß. Als ich Dante gefragt habe, ob er zur Besinnungswoche kommt und in der Zeit frei hat, meinte er, ja, da habe ich frei, da habe ich Urlaub. Und dann sagte er, aber sag das nicht meinem Vorsteher. Schlimmer wäre es, wenn eine Predigertagung gewesen wäre, dann wärst du nicht freigestellt worden. Aber er konnte jetzt seinen Urlaub etwas verschieben, davon gehe ich aus. Und die Kinder haben jetzt auch Ferien. Die Überlegung war, ob sie auch nach Friedensau kommen. Und wir hatten sogar schon ein Zimmer reserviert, aber dann wollten die doch lieber zu Oma, richtig? Ja, also man kann auch manchmal Dinge ein bisschen manipulieren, dass sie passen. Steuern, ja, genau. Ich freue mich, dass ihr die Woche hier wart, dass ihr beide hier wart, dass wir Einblicke in euer Leben bekommen konnten, dass wir sehen konnten, wie Gott euer Leben doch geändert hat, wie euer Leben ein Fundament gegeben hat, wo ihr vielleicht vorher das Gefühl habt, ihr wart so weit weg von Gott und dass ihr euch jetzt nahe fühlt, dass ihr dennoch auch authentisch seid und sagt, es gibt trotzdem Konflikte, es gibt trotzdem Schwierigkeiten, es gibt trotzdem Hindernisse, aber mit Gott an der Seite gehen wir im Frieden und mit Zuversicht. Das ist das, was rüberkam. Und darüber freuen wir uns und dafür danken wir euch. Wir haben euch etwas mitgegeben, damit ihr auch an uns denkt. Ich stand gestern im Blumenladen und habe überlegt, was könnte Rakel gefallen? Und ich hatte die Idee gehabt, irgendwie so eine Pflanze, die vielleicht auch in Gran Canaria wächst. So ein bisschen Heimaterinnerung oder so. Habe ich leider nicht gefunden. Die hatten viele Pflanzen und das sind schon Spezialisten. Und dann habe ich Dante angerufen und gefragt, was könnte es sein? Und er sagte, das geht immer. Und die Farbe habe ich extra ausgewählt, weil das so auch an Friedensau erinnern soll. Gestern ging eine Karte durch den ganzen Raum und wir haben dir eine Karte unterschreiben lassen, dass du dich an uns erinnerst. Ein Dankeschön. Und du kannst gucken, ja, wenn Danke, du irgendwie eine Unterschrift amazing. Nicht erkennst, ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Jetzt wollen wir euch beide aber auch noch etwas geben. Ich hatte Rakel gefragt, womit könnten wir Dante eine Freude machen? Und sie wusste sofort was. Oh. Sie war sofort drauf. Und dann geben wir dir ein Hoodie. Oh, nice. Und zwar wissen wir, dass du gerne einen Hoodie trägst. Ja? Der ist sogar mit Reißverschluss. Ja? Oh. Damit kommen die Haare nicht durcheinander und so, dass man über den Kopf zieht. Ja? Und das ist einer, der ist erst dieses Jahr rausgekommen, speziell zur 125-Jahr-Feier. Und damit ihr in Partnerlook gehen könnt, wollten wir Rakel auch eins geben. Da sind noch so ein paar andere Kleinigkeiten drin, Überraschung. Da steht auch immer Friedensau drauf, damit ihr euch erinnert. Ja, da wollten wir uns somit bedanken. Und wir werden uns gerne an euch erinnern und wir gehen davon aus, dass ihr euch hier wohlgefühlt habt oder wünschen uns, dass ihr auch etwas mitnehmt, von dem zu sagen, ja, da ist ein Platz, wo wir gerne wieder hingehen. So ist es. Ja. Ich würde gerne, bevor wir jetzt singen, ein kurzes Gebet für euch beide sprechen. Danke. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du Rakel und Dante in deinen Dienst gerufen hast, dass sie das Herz am richtigen Fleck haben, dass sie Menschen gewinnen wollen für dich, dass sie Menschen in die Freundschaft mit dir begleiten wollen und dass du ihnen so viel gegeben hast, dass sie aus ihrem Leben erzählen können, für andere zum Segen. Ich bitte dich, dass du sie weiter nutzt, dass du ihnen die Freude gibst, dass du ihnen den Frieden gibst
dass du sie so segnest, dass sie in ihrem Umfeld weiterhin ein Segen sind. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Danke. Wir wollen nun gemeinsam besagtes Mottolied gemeinsam singen. Gemeinsam wollen wir auch aufstehen. Gemeinsam. Wellen umringen, mein Vertrauen sinkt, brauch ich nur deine Hand. Du änderst meinen Blick vom Sturm auf dich, sprichst Frieden in die Angst. Wenn die Sicht verschwimmt, dann erinnere mich, du siehst bereits das Land. Ich gehe nicht zurück, denn du stehst vor mir, du forderst mich heraus. Die Gegenwart von dir, mein Gott, lässt meine Seele ruhen, dann gehe ich aufs Meer hinaus, denn du bist da und ich seh nur dich, allein auf tiefen Wassern, es wird still, du sprichst, erwächst in mir den Glauben, auch wenn ich Stürme seh. Will ich furchtlos sein bis in die Ewigkeit? Die Gegenwart von dir, mein Gott, lässt meine Seele ruhen. Dann gehe ich aufs Meer hinaus, denn du bist da und ich sehe nur dich allein auf tiefen Wassern. Es wird still. Eins, zwei, drei, so, jetzt höre ich mich auch, dann hört ihr mich. Mir wurde gesagt, ich muss mich einfach nur hier hinsetzen und dann würden die Kinder kommen. Oder die Kindergeschichte. Meine Frage ist jetzt, kommen die Kinder? Seid ihr alle Kinder? Also vielleicht habt ihr das ja so verstanden, dieses Konzept, sei denn ihr seid wie die Kinder, dann kommt ihr nicht ins Himmelsreich. Also das wäre mega. Ah, aber ich sehe, die Kinder kommen, also... Es ist doch andersrum.
ihr seid ja eine tolle Gruppe. Richtig viele Kinder. Ich sehe, einige von euch, die haben schon was in der Hand. Was habt ihr denn da in der Hand? Könnt ihr das mir mal zeigen? Du hast nichts. Und ihr beide, was habt ihr in der Hand? Wow, kann ich das mal ganz kurz haben? Das ist ja nice. Wo habt ihr das denn her? Das haben euch die Eltern gegeben. Ja? Und die anderen alle haben nicht so ein Ding? Oh. Ihr kriegt das nachher. Wie fühlt sich das denn an, wenn man auf was warten muss? Ist es manchmal blöd, wenn die Erwachsenen was kriegen und ihr nicht? Wisst ihr, manchmal fühlen wir Erwachsene uns auch so, wenn ihr Kinder was kriegt und wir nicht. Besonders wenn ihr Schokolade kriegt, wisst ihr? Ich habe zwei Kinder. Also wir sind eine Viererfamilie, besser gesagt. Wir sind ein Viererteam. Und wisst ihr, darf ich euch was sagen, ganz ehrlich? Seitdem Lukas und Aaron in der Familie sind, bin ich so ein bisschen neidisch. Weil ich habe das Gefühl, dass meine Mama, die Oma, mich so ein bisschen vergessen hat. Weil in Ostern oder Weihnachten oder diese Tage, wo wir dann alle zusammenkommen, kriegen meine Kinder so Schokolade geschenkt, in Weihnachten auch. Ja, und ich kriege dann manchmal Strümpfe oder Unterhose. Aber gut, da kommt ihr auch noch hin. Hier, guck mal, den gebe ich dir wieder. Ich möchte mit euch eine Geschichte erzählen, weil es geht ja, so wie vorher gelesen wurde, um das verlorene Schaf. Die Geschichte kennt ihr vielleicht, oder? Das heißt, es geht um etwas, was verloren gegangen ist. Und dieses Etwas, das war wichtig für uns. Wir hatten damals ein Auto, so ein kleines Autochen. Und das braucht Raquel, um arbeiten zu fahren. Wir hatten auch noch ein Motorrad, aber Raquel fährt kein Motorrad. Und frag mich nicht warum, frag mich nicht wie, aber auf einmal habe ich einen Gedanken in meinem Herz bekommen: Hey Dante, die Raquel hat doch gesagt, dass die Birne im Auto vorne in dem Scheinwerfer kaputt ist. Wechsel die doch jetzt schnell. Ach Mann, ich war so müde. Kennt ihr das manchmal, wenn Mama und Papa sagen, zum Beispiel nach dem Essen, wenn man so einen vollen Magen hat und einfach nur müde und keinen Bock auf gar nichts hat, dann sagen Mama und Papa so, helf nochmal, den Tisch aufzuräumen. Oder zum Beispiel, wenn es heißt, dein Zimmer aufzuräumen, wenn du gerade so was richtig Cooles, was Tolles am Machen bist. Das Zimmer aufräumen, was für eine Katastrophe. Aber manchmal kann diese Katastrophe richtig gut sein. Weil als ich die Motorhaube aufgemacht habe, habe ich auf einmal Qualm gesehen. Boah, wisst ihr, was Qualm in einem Motor bedeuten kann? Vorsicht, der kann explodieren, denkt man dann. War aber nicht so schlimm. Jedes Auto hat so einen Öldeckel, da wo man Öl ins Auto reingießt. Und der Deckel war weg. Der Deckel war weg und natürlich war das Auto noch heiß, der Motor, der hat gequalmt. Und da dachte ich so, ach du je, wir haben ein Problem, wo ist denn dieser Deckel weggefallen? Ich habe gebetet und habe damals einfach gesagt so, hey Papa, morgen ist Sonntag, ich weiß nicht, wo ich so einen Deckel kaufen kann, aber die Raquel, die fährt kein Motorrad und ich habe keinen zweiten Helm und die muss morgen ganz früh morgens arbeiten. Was mache ich denn jetzt? Und da kam mir auf einmal in den Sinn, ruf den David an. Wir waren nämlich am Tag davor bei David. Da haben wir das Motorrad geholt. Und ich rufe David an, abends. Und er sagt, ja, was denn los? Ich so, schau mal David, ich weiß, du hast doch das gleiche Auto wie wir. Und dann sagt er, ja genau, könntest du mir bitte einen Gefallen tun?
Und dann sagt er, ja, was denn? Könnt ihr euch vorstellen, was ich ihn fragen wollte? Ob er mir seinen Deckel leiht. Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich dachte, vielleicht kann er ja seinen Öldeckel leihen und ich gebe ihm den dann wieder. Und dann sagt er, ach Dante, weißt du, ich bin weggefahren mit meinem Camper und ich bin über das ganze Wochenende und die ganze Woche bin ich weg. Da habe ich gesagt, ach, das ist ja schade. Und auf einmal sagt er, aber interessanterweise hat mir der Schäfer vom Dorf einen Öldeckel gebracht. Der Schäfer ist zu mir gekommen und hat gesagt, schau mal, David, ich habe hier einen Deckel gefunden und ich glaube, der gehört dir. Und ich wusste nicht, was ich mit dem Deckel machen sollte, weil mein Auto, das ist ja kaputt, das steht ja in der Scheune. Von daher habe ich den Deckel einfach über die Tür gelegt und wenn du möchtest, kannst du hier da hinfahren, vielleicht passt der ja. Stellt ihr euch vor, was passiert ist, als ich dort war? Ich bin oft schnell Motorrad gefahren, aber den Tag bin ich besonders schnell gefahren. Als ich da meine Hand so auf die Tür gepackt habe und den Deckel gefühlt habe, da hatte ich irgendwie so ein Gefühl. Ich habe was gefunden, was wir verloren hatten. Und tatsächlich, als ich den Deckel runtergeholt habe, hatte der einen weißen Punkt, der mich hat erkennen lassen, dass es mein Deckel war. Ich war fasziniert und habe David sofort angerufen und habe gesagt so, hey, wie kann das denn sein? Wie kann dieser Schäfer dir sagen, sagt er, ich weiß es nicht. Aber der hat ihn irgendwo auf dem Weg gefunden, als er seine Schafe geweidet hat und er hat ihn mir gebracht. Und das sind so Geschichten, die für mich fast unglaublich sind. Aber ich habe sie ja erlebt und Raquel ist auch dabei. Und manchmal passieren so Sachen. Und deswegen haben die Erwachsenen so einen Kompass bekommen. Und ich habe hier auch tatsächlich welche für euch in dieser Kiste, weil ich glaube, dass das Gebet uns immer wieder hilft, in die richtige Richtung zu schauen, wenn wir Probleme zu haben. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns im Gebet mit Gott verbinden, kann er uns entweder helfen, dass wir das wiederfinden, oder er wird uns einen Weg zeigen, den wir gehen können, um im Leben weiterzukommen. Und ich möchte euch gerne, bevor ihr jetzt gleich alle wieder, glaube ich, in eure Gruppen geht, so einen Kompass mitgeben. Das heißt, ihr könnt einen aussuchen und danach erzähle ich die Geschichte für die Erwachsenen weiter. So, wartet nochmal, geht noch nicht weg, rennt noch nicht weg. Rennt noch nicht weg. Wartet nochmal kurz. Habt ihr da hinten auch schon Kompass? Ja? Schau mal. Genau. Das ist schön. Genau. Schaut mal, da hinten auch. Genau, der fehlt, der kann sich gleich noch einholen. Kommt noch mal kurz her, bitte alle. Ja? Ich möchte für euch beten. Lieber Vater im Himmel, in der Aufregung der Kinder und in der Stille unseres Herzens als Erwachsene, möchte ich dich bitten für jeden von ihnen, dass sie im Leben in diesen Momenten, wo was verloren geht, dass sie sich selbst finden, dass sie immer wieder verstehen und ihre Eltern die Weisheit bekommen, sie zu führen und sie zu leiten, dass sie in deiner Liebe, in deiner Gegenwart die Erfüllung ihres Seins finden, Vater. Und ich danke dir für diesen Moment. Amen. Seid gesegnet. Fehlt noch jemand irgendeinen Kompass? Du hast einen übrig. Du kannst ihn mitnehmen. Habt ihr auch alle? Du willst noch einen? Das ist schön.
Genau, nimm gleich zwei. So. Falls noch ein Kind ein fehlt. Genau. Für die Kinder nochmal einen kleinen Informationsmoment. Ihr könnt alle in die Gruppen gehen. Also die Gruppen warten auf euch. Und sie freuen sich auf euch, denn sie haben sich vorbereitet. Und wir Erwachsenen, wir warten nochmal, dass die Ruhe wieder einkehrt. So, man spürt es, langsam wird es ruhiger, oder? Das ist schön. Wie seid ihr in den Sabbat eingestiegen? War es einfach? War es schwierig? Gab es etwas, was lange sich an dich festgeklammert hat und nicht weg wollte? Ist es immer noch da, Itje? Dein Testimony hat mich wirklich berührt. Gepriesen sei Gott, weil wir sind ein Körper und jeder von diesen Teilen, die den Körper bilden, machen, dass das Ganze so lebendig ist. Und ich danke dir auch für deine musikalische Begleitung. Und auch nutze ich die Gelegenheit, um mich überhaupt bei euch allen zu bedanken. Es ist so schön gewesen und es ist schon vor langer Zeit ein Sabbat gewesen, den ich wirklich mit Ruhe beginnen konnte. Raquel und ich, wir mussten nur hier diesen kurzen Weg bis zur Kapelle. Und tatsächlich, oh, das tut gut. Das Thema heute, verloren im Wald des Lebens, Liebe ist der Kompass. Ich glaube, jeder von euch hat bereits einen Kompass bekommen. Der noch keinen Kompass hat, der bekommt ihn bestimmt noch. Und bevor wir in den heutigen Kontext und in den Text einsteigen, möchte ich so ein bisschen tatsächlich ein Gesamtbild von meinem Lebensweg und auch Teil von dem Lebensweg, den ich dann gemeinsam mit Raquel gegangen bin, mit euch teilen. Ich glaube, es ist immer schön, wenn man samstags in der Gemeinde die Gelegenheit nutzt, um darüber zu sprechen, wie Gott einen bewegt hat, was man erlebt hat und dass man durch das, was man erlebt hat, tatsächlich Gott die Ehre und den Lob gibt. Alles beginnt mit einer Reise nach Gran Canaria. Für die, die in der Besinnungswoche mit dabei waren, die haben bestimmt noch im Sinn, dass es manchmal Momente im Leben gibt, die man sich nicht aussucht. Es ist eine Reise, die ich nicht gesucht habe, aber sie kam in mein Leben und sie hat mich tatsächlich auch mitgenommen. Ich habe ein Licht gefunden in einer Kirche, aber so schnell wie dieses Licht aufging, ging es auch dann wieder aus. Und ich sagte im Laufe der Woche, dass Systeme an sich nicht das Problem sind.
Kirche hat sich von dem Moment an, als Jesus hinaufgestiegen ist in den Himmel, oft und viel verändert. Kirche ist immer Kirche. Das System ist nicht das Problem, sondern die Menschen, die in diesem System wirken. Es gab immer schon Menschen, die es nicht geschafft haben, dieses kleine bisschen Hefe von Wut, von Angst, von Hass loszulassen und sich in der Liebe zu finden. Und es gab immer schon Menschen, die es geschafft haben, diese drei Dinge zu überwinden und sich in der Liebe zu finden. Ich weiß nicht, zu wem ich heute spreche. Ich weiß nicht, wo du im Leben stehst. Aber es ist manchmal, dass wir die Kirche verlassen, weil wir Enttäuschungen erlebt haben. Und wenn wir irgendwo aussteigen, weil das ist die Bedeutung von dem Wort Kirche, Ekklesia, das heißt herausgerufen, steigen wir automatisch in eine andere Dimension. Und wenn Jesus uns hinausruft, um wo einzusteigen in die Gegenwart mit ihm, gibt es dann nicht auch jemand anderes, der ruft, der uns hinausruft? Ich finde es schön, wie Johannes seinen Brief schreibt und sagt, an euch, junge Menschen, die Kinder, die sind jetzt in ihren Gruppen, aber ich finde es schön, wie er an die jungen Menschen denkt und ich könnte sagen, angeschlossen an die Message von Johannes, nun spreche ich zu euch, jungen Menschen. Ich war damals draußen. Mich musste niemand mehr hinausrufen. Aber vielleicht hörst du diese Stimme, die dich rausruft aus der Kirche. Ich bin rausgegangen und die Erfahrung, die war sehr bitter. Damit sage ich nicht, dass du keinen Freiraum hast, um Dinge zu probieren, um Dinge kennenzulernen. Aber bitte mach eins niemals. Gott ist zwar dein Freund, Gott kann dein Vater sein, Gott kann alles Mögliche für dich sein, aber er ist mehr als das. Er ist Gott. Und auch wenn manchmal Dinge passieren, die du nicht verstehst, nimm ihn mit, damit du wiederkommst. Tatsächlich fand ich das so krass, weil ich bin eingestiegen in eine Suche. Eine Suche, ich habe mir aufgeschrieben, Leben über Leben ausleben. Es war eine harte Zeit für meine Eltern. Ich habe mit allen möglichen Dingen experimentiert und habe mich auf eine philosophische Reise einfach hineinnehmen lassen. Und das ist interessant, weil Philosophia, das kommt von Phileo und Sophia, das ist die Liebe nach Weisheit. Ich lache manchmal, weil ich glaube, und für die, die sich ein bisschen in der Terminologie auskennen, Phileo ist so eine sympathische Liebe. Ich habe Sympathie für. Eigentlich müsste es Agapao Sophia heißen. Das ist die Haltung des Lebens, so wie Jesus es lehrt, die sich wirklich hingibt für die Weisheit. Und das war meine Erfahrung. Ich habe am Ende meine Brieftasche genommen und sie weggeworfen in einen Busch. Ich bin vor lauter Verzweiflung und von lauter Enttäuschung aus der Gesellschaft ausgestiegen. Ich habe als Obdachloser gelebt, weil ich einfach immer mehr und immer mehr enttäuschter war von dieser ganzen Gesellschaft. Ich habe angefangen, nicht nur mich selbst, sondern auch Menschen zu hassen, weil sie mich einfach so oft verletzt haben. Es war hart für meine Eltern, aber ich war so selbstzentriert, dass ich nicht gesehen habe, den Schmerz, den sie wohl fühlten, als sie nicht wussten, wo ich war. Was meine Mutter damals noch von mir wusste, ist, dass ich zwei Hosen hatte, einen Pulli, eine Bomberjacke und auch die habe ich jemandem geschenkt. Auf meinem philosophischen Trip, getrieben von Hermann Hesses Siddhartha, dachte ich, vielleicht ist das der Weg der Erfüllung.
Und ich habe einfach umgesetzt, was in diesem Buch stand, und auch da fühlte ich mich leer. Ich habe Begegnungen gehabt mit Leuten, die tatsächlich schon seit Jahren auf der Straße lebten, mit Alkoholikern, mit Prostituierten, mit Drogensüchtigen. Und ich habe mich mit ihren Schmerz verbinden können. Ich habe auf einmal verstanden, dass ich nicht der einzige enttäuschte Mensch von dieser Gesellschaft und von dieser Welt ist. Ich habe Menschen getroffen und habe verstanden, dass jeder, absolut jeder, seine Geschichte hat, dass jeder einen Vater und eine Mutter hat oder zumindest einen Erzeuger. Und ich habe mich mit ihrem Schmerz verbinden können und habe gedacht, gibt es einen Ausweg? Ich meine, die Probleme, die diese Menschen hatten, das waren nicht meine. Aber ich habe erkannt, dass man von da aus, wo ich war, nichts machen konnte. So entschloss ich mich, eine Wende in meinem Leben vorzunehmen. Ich kehrte zurück in die Gesellschaft. Ich dachte, es ist genug mit dem Nichtstun. Ich diskutierte manchmal mit Punks auf der Straße, die sagten, komm, wir gehen schnorren. Und ich habe gesagt, nee, das ist nicht das Ding des Lebens. Wenn du Geld willst, dann geh arbeiten und nicht schnorren. Weil wenn du aussteigst, dann mit der kompletten Konsequenz. Und auch da seht ihr die Ehrlichkeit, die mich bewegte, wo ich sagte, okay, dann gehe ich jetzt arbeiten. Ich kehrte zurück nach Spanien, ins Festland, denn ich war zu dieser Zeit in Deutschland eine kurze Zeit, weil mein Vater mit mir nicht mehr klargekommen ist und meine Mutter in Deutschland gelebt hat und er dachte, dass ich es hier vielleicht schaffe. Fakt ist, ich bin in Sevilla gelandet. Meine Erfahrung fing an auf einem Erdbeerfeld. Wusstet ihr, dass 90% der Erdbeeren, die in Spanien gezüchtet werden, in Deutschland landen? Vielleicht ist es auch meine Geschichte. Fakt ist, auf diesem Erdbeerfeld lernte ich, was es bedeutet, hart zu arbeiten. Es war so krass, dass ich manchmal wirklich Stunden brauchte, um wieder gerade zu gehen, nachdem ich da die ganze Zeit an diesen Erdbeeren rumgefummelt habe. In Deutschland wäre mir das nicht passiert. Hier züchten die Erdbeeren in einem Hochbeet. Fakt ist, es gab einen Traktor. Und ich sah, wie der Traktorfahrer und sein Assistent nicht diese harte Arbeit leisten mussten. Und ich dachte mir, wäre es möglich für mich, irgendwie, ich meine, dieses Gefühl, das hat doch jeder, oder? Ey, warum soll es mir schlecht gehen, wenn es mir auch besser gehen kann? Und auf einmal stellt euch vor, wer so wie in der Karnevalparade auf diesem Traktor hinten mit den Erdbeerkisten stand. Genau, der Dante. Und da wurde mir was klar, dass wenn man tatsächlich dranbleibt, ohne jemanden wegzuziehen, weil das habe ich vom Taoismus gelernt, und da merkt ihr, dass Wahrheit immer Wahrheit ist, egal aus welcher Quelle sie kommt. Wahrheit ist immer Wahrheit. Und das finde ich erstaunlich. Ich hatte von Lao Tse gelernt, wenn es irgendwas gibt, was gemacht werden muss, und du erkennst es, dann mach es mit Würde. Denn wenn du es nicht machst, muss es irgendjemand anders machen und er kriegt die Ehre. Und das war meine Lebenseinstellung. Ich habe niemanden vom Traktor weggerissen, aber es hat sich die Chance ergeben. Und da habe ich gemerkt, was wäre denn, wenn ich mir ein nächstes Ziel vornehme? Und da habe ich gemerkt, dass im Endeffekt, wenn du das Herz am rechten Platz hast, du auch immer wieder eine offene Tür findest, weil wenn du authentische Beziehungen und Verbindungen aufbaust mit Menschen und den Menschen siehst, so wie ich auch gestern Abend in der Besinnungswoche gesagt habe, dann sind Menschen willig, dir zu helfen. Schaut euch die Geschichte von Josef in dem Gefängnis an. Es hat Zeit gebraucht, aber doch war diese menschliche Begegnung mit Menschen, die er selbst gelernt hat in einer Zeit der Not, die alles anders gemacht hat. Er sagte am Ende mit seinen Brüdern, nein, nein, Gott hat es zugelassen, aber zum Guten. Und deswegen kann es sein, dass auch manchmal manche Gebete einfach Zeit brauchen. Aber wenn du innig betest
und dich nicht von diesen drei Faktoren Angst, Hass und Wut leiten lässt, dann wirst du immer wieder eine offene Tür finden und zumindest mit irgendjemand dich treffen, dem vielleicht auch das Wasser am Hals steht. Auf einmal machte ich meine Brieftasche auf. Ich war mittlerweile Montagechef in einer Firma, die das Monopol in Spanien hat, in einem Bereich. Und ich hatte 6.000 Euro in der Hand. Das war das, was ich eigentlich immer in der Brieftasche hatte. Und mir wurde bewusst, wie reich ich eigentlich geworden bin. Einfach nur mit der Einstellung, Menschen Chancen zu geben, so wie ich sie auch suche. Mein damaliger Chef hatte gesagt, Dante, ich verstehe nicht, wie du das machst. Bevor ich jemanden entlasse, gebe ich ihn nochmal dir mit, ob er wirklich so ein Nichtsnutz ist. Und wisst ihr, diese Einstellung, wenn es irgendwas gibt, was du siehst, was gemacht werden muss, dann tu du es mit Würde, denn sonst bekommt jemand anders die Ehre. Und da habe ich für mich gemerkt auf Montage, das ist eine harte Sache, es gibt immer Dinge, die andere lieber machen würden. So habe ich mich um die Sachen gekümmert, die niemand machen wollte. Und auf einmal wurden aus den Sachen, aus den harten Arbeiten, die niemand machen wollte, ehrenwürdige Sachen. Und die Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, Dante, du bist schon den ganzen Tag hierbei, du bist der Montageleiter. Kümmere dich bitte um diese anderen Sachen, die du uns immer gibst. Als ich berufen worden bin von den Chefs, von diesen großen Installationen, sagte ich immer, nein, das ist nicht meine Arbeit. Und auch heute finde ich das so schön, dass ihr selbst gesagt habt, nicht Dante. Es ist das Wort Gottes durch einen Menschen und durch ein Team, was wirkt, was euer Herz berührt. Jesus ist nicht geteilt, sondern der Leib Jesus hat viele Glieder. Und auch du bist ein Glied von diesem Körper. Irgendwann habe ich gemerkt, dass auch wenn ich auf einem spirituellen Weg war, irgendetwas gefehlt hat. Weil im Taoismus gibt es keine persönliche Beziehung mit dem Tao, was sie vielleicht, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass es für sie der Gott ist, an den wir glauben, weil es nicht persönlich ist, weil es energetisch ist. Aber ich hatte ein tiefes Bedürfnis nach Beziehung. Warum? Weil ich einst in meinem Leben von einer Beziehung gehört hatte und das war in der Kirche. So war es in Sevilla, dass ich tatsächlich vor dieser Statue stand, so wie ich in der Besinnungswoche erwähnt hatte und wo ich diesen Jesus sah mit aufgerissenen Herzen, der im Endeffekt sagt, kommt zu mir, alle die beladen und belastet seid. Da passt auch rein zu sagen, kommt zu mir, alle die sich alleine fühlen, alle die zerbrochen sind, alle die erkannt haben, dass das Materielle, so wie ich es letztens sagte, ja, ein Mensch wird nicht durch die materiellen Güter erlöst, die er ansammeln kann, auch nicht durch intellektuelle Dinge, die er weiß und versteht. Der Mensch findet Frieden für die Seele in Jesus Christus. Und das ist auch meine Geschichte. Es fing an, in mir irgendwie sich etwas zu lösen. Ich spielte mit den Gedanken, was wäre, wenn das doch der richtige Ort gewesen wäre. Ich kehrte zurück nach Gran Canaria. Auf einmal waren keine 6.000 Euro mehr in meiner Tasche jeden Monat. Auf einmal waren es nur noch 900 Euro. Aber wisst ihr was? Es war in dieser Rückreise, wo ich meine wunderbare Frau kennengelernt hatte. Ich hatte weniger Geld, aber ich hatte die Liebe gefunden. Ich war glücklich. Ich war erfüllt. Und manchmal wussten wir nicht, wie wir den nächsten Monat überleben, aber wir haben es durchgezogen. Wir kannten Gott noch nicht in dieser Form, wie ihn heute kannten, aber das ist Wahnsinn, weil im Endeffekt macht die Liebe viel möglich. Und wenn du mit jemandem lebst, der auch mit dem Wasser bis zum Hals steht, und das ist Raquels Geschichte, die sie vielleicht irgendwann auch mal teilt, dann werdet ihr merken, dass in dieser treibenden Kraft Gottes sehr viel Potenzial ist, denn sie sieht das, was noch gar nicht existiert. Und dann kam der schwierigste Schritt in meinem Leben. Ich hatte schon vor vielen, 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 vielen Jahren den Wunsch, Pfarrer zu werden.
weil damals in meiner Kirchenzeit hat mich ein Pfarrer besonders geprägt. Er hat mich gesehen. Und ich sagte, dass ich enttäuscht war und dieses System verlassen hatte, weil mir gesagt wurde, Dante, du hast ein Problem, du kannst kein Pfarrer werden. Weil dein Vater hat jüdische Abstammung und deine Mutter, die ist reformiert und auch noch aus der Kirche ausgestiegen. Du kannst kein Pfarrer werden. Du hast nicht das richtige DNA. Heute stehe ich hier und spreche zu euch als Nachfolger Jesu. Und ich habe verstanden, dass jeder von uns Priester und Botschafter Gottes ist. Dass es nicht Menschen sind, die uns definieren, sondern die Gaben, die wir vom Heiligen Geist bekommen. Und das hat mich wirklich bewegt, weil ich habe gemerkt, dass Liebe meinen Schmerz versteht. Ich verliebte mich in die Liebe und fange an, mich zu fragen, wie ich wohl diese Liebe weitergeben könnte. Es ist interessant, weil mich hat eine normale Frau begleitet. Raquel ist, so wie auch du als Frau bist, eine ganz normale Frau. Aber eine Frau, die festgehalten hat an ihrem Glaube. In Momenten, wo ich nicht wusste, wohin oder wie weiter, sagte sie, ich weiß, wem ich folge. Und ich weiß, wohin ich gehe. Wir hatten uns entschlossen, zusammen ins Theologiestudium zu gehen. Wir hatten erst hier in Friedensau angefragt und es ging auf einmal nicht. Wir hatten in Bogenhofen geguckt und es ging auch auf einmal nicht. Und wir sind in Spanien gelandet und auch da habe ich meinen Frust verarbeiten können und verstehen im Nachhinein, dass es das Beste meines Lebens gewesen ist. Weil wenn das Studium sowieso schon schwer ist und für alle die, die es in einer Fremdsprache machen, die werden mich verstehen. Auch wenn Deutsch meine Muttersprache ist, für die, die mich so by the way gehört haben, ja, meine Main Language ist Spanisch. Ich weiß nicht, wie ich nicht auf diesen Gedanken gekommen bin und genau das ist oftmals dieser Punkt, wo ich sage, dieser blinde Fleck in deinem Leben, das Johari-Fenster, das war ein Brasilianer, Atalivio Godoy, ein Kollege heute von mir in MFV, der mich gefragt hat, hey Dante, du sprichst perfekt Spanisch, was willst du in Deutschland oder in Österreich? Auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und in den Momenten, wo ich frustriert mein Heft von der Hebräisch-Grammatik wieder mal in die Ecke geschmissen hatte, weil ich es einfach nicht verdauen konnte, dass einfach die Ausnahme die Regel ist, hat mich die Liebe Raquels immer wieder motiviert, dieses Heft als Botschafter Gottes aufzuheben. Und anstatt zu weinen, diese Energie ins Pauken reinzustecken. Ich hatte wirklich meine Höhen und Tiefen und damals der Dekan, der sagte, Dante, das musst du durchziehen bis zum Ende. Warum fiel es mir so schwer? Weil ich nur einen Hauptschulabschluss hatte und der wurde mir geschenkt. Schon von klein aus verstand ich die Welt nicht. Weil vielleicht Deutschland und Spanien doch so unterschiedlich sind. Angefangen mit den Hochbeeten und den Bodenbeeten der Erdbeeren. Und ich finde es faszinierend, wie diese Kraft der Liebe mir eine neue Perspektive gegeben hat. Und meine Perspektive ist, dass ich tatsächlich meine Flucht losgelassen habe. Ich habe sie einfach ziehen lassen. Es gibt einen schönen Film, Schokolade heißt der. Völlig säkulär. Aber das ist interessant, weil ich fühle mit diesem Film mit, weil die Hauptdarstellerin getrieben wird von einem Wind, bis sie endlich Frieden findet an einem Ort, wo sie es nie erwartet hätte. Sie findet auch die Liebe, weil Wahrheit immer Wahrheit ist und die Liebe am Ende bleiben wird. Ich gab meine Flucht auf und habe meine Bestimmung gefunden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ich hatte diesen Text oft falsch verstanden. Ich hatte mich selbst in der Liebe nicht gefunden. Ich hatte nicht verstanden, dass es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet, liebe deinen Nächsten, ohne dich zu vergessen. Das bedeutet, laufe auf Augenhöhe mit der Person, die du liebst. Und das ist schwierig. Es ist schwierig, sich selbst nicht in den Extremen zu verlieren. Aber mit Übung und mit Zeit lernt man auch das. Ich finde es faszinierend, weil Matthäus 18 uns wirklich auch mitnimmt auf diese Reise der Begegnungen. In Matthäus 18 kamen wieder viele Jünger mit vielen Fragen, viele Menschen. Wie sieht es aus? Wer ist der Wichtigste? Wer ist der Wichtigste, wenn dieses Reich, was du aufbaust, wo sie noch dachten, es ist das Reich hier im neuen Jerusalem, eine neue Perspektive, die wir ausleben können. Wer ist denn jetzt der Wichtigste? Habt ihr das noch im Sinn? Jakobus und Johannes durch die Mama, ja, der Mama kann der Jesus nicht den Wunsch ablehnen. Ja, Mama, geh mal hin. Und Jesus sagt, könnt ihr den Kelch, den ich trinke, trinken? Ja, das können wir. Hauptsache, wir sitzen links und rechts. Ja, den Kelch werdet ihr trinken, sagt Jesus. Aber ob ihr dann wirklich an der linken oder der rechten Seite sitzt, das werdet ihr dann im Endeffekt schon noch erkennen. Petrus, wisst ihr noch Petrus? Meister, bis an den Tod werde ich dir folgen. Ja, Petrus, ich liebe dich auch. Und es ist interessant, dass Jesus genau diese drei Jünger mitnimmt in den Abend, an dem er im Eulberg beten geht und er sagt, hey, die Flotten von euch, kommt mal mit. Petrus, bis an den Tod, oder? Yes! Der Kelch, ja? Yes! Okay, dann kommt, wir gehen beten. Bleibt ihr hier, ich gehe ein bisschen darüber. Auf einmal kommt er hin und was passiert? Hey, Jungs, was ist denn los? Oh, das Schwert, Kelch, was ist denn los? Nicht eine Stunde? Ach, wie peinlich. Ach, wie peinlich, wie konnte das passieren? Ey, ja, ich war einfach vertieft und du weißt ja, Jesus, wie das ist. Safe. Zweites Mal. Er kommt wieder. Der charismatische Petrus, der sein Leben geben wollte, Jakobus und Johannes, die Feuer vom Himmel kommen lassen wollten, ja, schlafen schon wieder. Was will Jesus uns damit sagen? Natürlich könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke. Natürlich könnt ihr den Kampf kämpfen, den ich gekämpft habe. Aber der Kelch und der Kampf, der ist ganz anders, als ihr es denkt. Das merken wir, weil in dem Moment, wo Judas kommt, die Reaktion von Jesus und die Reaktion von Petrus ist ganz anders. Judas kommt und alle denken vielleicht, jetzt geht's los. Wer weiß es, ich habe keine Ahnung, das ist sehr spekulativ, aber keine Ahnung, vielleicht dachten die wirklich, heute Abend passiert's. Wir erobern Jerusalem, wir bekommen die Macht. Vielleicht ist es wirklich so. Dass Judas kommt, gibt es Zeichen und Petrus zieht sein Schwert bis an den Tod. Auch die anderen Jünger hatten ihre Schwerter dabei. Und was macht Jesus? Er bricht wieder das Schema der Menschen. Packt eure Schwerter weg. Die erste Reaktion, wie im Garten Eden, und es ist interessant, wie Johannes diese ganze Geschichte platziert, weil im Endeffekt macht er eine Parallele zu dem, was in Genesis passiert. Und es ist genau dieser Freitagabend auf den Sabbat, wo unser Erlöser den Kelch trinkt und den Kampf auf eine ganz andere Art und Weise beendet. Er ermöglicht uns den Eintritt in ein Reich der Gnade, eine Begegnung der Barmherzigkeit. Und wisst ihr, wenn Jesus so weiter erzählt und von diesem verlorenen Schaf, habe ich mich gefragt, ja, aber wie ist das denn? Ist jeder irgendwie verloren, so wie ich es war? Das wäre doch unfair, wenn ich mich als Muster oder Modell nehme und ein Bild aufstelle, an dem sich jeder orientieren muss.
Es gibt doch so Menschen, die stabil im Leben sind. Als ich in die Adventgemeinde gekommen bin, dachte ich so, wow, krass, die Heiligen des siebten Himmels. Die waren so perfekt, so ausgeglichen, so tough, so nett, so freundlich. Ich sagte, das Problem sind nicht die Systeme. Ich habe meinen Glauben in einer ultraorthodoxen Adventgemeinde kennengelernt. Was ich damit meine ist, sie hatten eine ganz strenge und strikte Liturgie. Und ich habe gelernt, diese Liturgie und diesen Ablauf zu lieben, weil er einen Sinn erfüllt hat. Die Übersetzungsarbeit von diesen liebenden Geschwistern, die hat mich einfach mitgenommen. Und da saß ich als postmoderner Mensch mit riesengroßen Ohrtunnel, tätowiert, rasierten Kopf, langen Bart, viel zu enge Jeans unter der Gürtellinie und einem engen T-Shirt zwischen ganzen Menschen mit Krawatten, mit Anzug. Das war damals noch die Zeit. Aber sie haben mich mit Herzen in diese Gemeinde hineingeliebt. Bis dann dieser Wechsel kam mit diesem Pastor. Aber auch da bin ich heute Gott dankbar, denn nichts, was denen passiert, die Gott lieben, ist zum Schlechten, so wie Josef es seinen Brüdern in Ägypten gesagt hat. Und heute bin ich hier und vertrete das Amt und verstehe, dass mein Kollege auch seinen persönlichen Prozess durchmacht. Und gemeinsam können wir unseren himmlischen Vater im Endeffekt anbeten, loben und preisen, weil jeder von uns in der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist seine eigene Reise nach Jerusalem hat. Und das ist, was mich fasziniert. Zurück zu der Frage. Ich weiß nicht, wo du dich verirrt hast, aber ich habe mich mit einigen Professoren unterhalten, mit anderen, die vielleicht keine Professoren sind, aber schon auch ein gewisses Alter. Und da habe ich festgestellt, dass doch jeder in seinem Leben manchmal Momente hat, wo er nicht weiß, wie es weitergeht. Ich hatte mich mit einem Professor unterhalten, der mir seine Bekehrungsgeschichte erzählte. Und es hat mich bewegt. Vierte Generation Adventist. Nie irgendwas verbrochen. Und doch verloren. Wo geht's lang? Was hast du für mich? Soll ich Medizin studieren? Das ist die Alternative für uns als Adventisten. Oder was soll ich machen? Soll ich Jura studieren? Oder soll ich Pastor werden? Und es hat mich berührt, weil in seinen Augen habe ich sehen können, wie er wirklich authentisch mit sich gerungen hat. Wo geht es lang? Was ist mein Weg? Und da habe ich gemerkt, dass absolut jeder manchmal in seinem Leben dieses Gefühl haben kann, verloren zu sein. Und es ist in diesem Moment des Ringens, wo auf einmal vielleicht diese leise Stimme zu dir spricht. Die Stimme, die sagt, fürchte dich nicht. So wie in Johannes 6, die Jünger, die nicht weitergekommen sind auf diesem See und rudern und rudern und rudern und Jesus kommt zu ihnen. Sie sind von Angst erfüllt und er sagt, fürchte dich nicht. Wisst ihr, ich möchte noch einmal, bevor ich den Endtext lese mit euch, dem Motto gerecht werden. Im Einklang mit dem Wirken Jesu, Leben unter dem Wort Gottes bedeutet für mich, wir betrachten, analysieren, lesen, denken über die Art und Weise, wie Jesus seinen Weg nach Jerusalem gegangen ist. Wir lernen, was es bedeutet, unter dem Wort Gottes zu leben. Ich glaube, jeder von uns ist nicht nur verloren, sondern es erlebt auch seine eigene Gebrochenheit. Diese Gebrochenheit, so wie die Bibel das definiert, was Sünde ist, das Ziel verfehlen. Und Paulus gibt uns die Lösung für das Ganze. Ich möchte mit euch diese Reise beenden mit dem, was ich für mich
als meine tägliche Lektüre gemacht habe. Damit ich auch, so habe ich gelacht, ein Morgenmuffel sein kann, der aber mit Liebe gefüllt ist. Und wenn ich mit säkularen, postchristlichen, postmodernen Menschen unterwegs bin, dann sage ich oft, ja, du hast recht, es ist doch nur ein Buch. Aber so wie jedes Buch enthält auch dieses wertvolle Informationen. Und es ist die Information, die in uns arbeitet, die sich dann in der Wirklichkeit erkennen lässt. Nachdem die Korinther über die Gaben gestritten haben, was denn jetzt wohl die wichtigste wäre, und Paulus sich in diese Diskussion einmischt und sagt, dass er im Endeffekt alles von allem hat, dass wenn es jemanden gibt, der in Sprachen redet, er doch noch viel mehr, sagt er, jetzt will ich euch einen Weg zeigen. Es ist keine Gabe, was jetzt kommt. Gaben gibt der Geist, wie er will, aber einen Weg, den können wir gehen. Ein Weg, der über all das hinausführt, was Dante gesagt hat, was die Band gesungen hat, was One Year for Jesus für euch vorbereitet hat, was alles übertrifft, einen Weg. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie. Die Liebe, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht das eigene Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Ungerecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Reden werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen, das wird verstummen. Die Erkenntnis, wir kennen ja sowieso nur in Bruchstücken. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, dann vergehen diese ganzen Bruchstücken. Als ich Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden bin, legte ich das Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkennen wir nur in Bruchstücken. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Amen. Um diesen Gedanken von Dante ein bisschen weiterzuführen. Wenn man verloren ist, dann sehnt man sich nach Zuhause. Und wir haben das beste Zuhause, was man sich nur vorstellen kann. Wir haben die Ewigkeit als Zuhause. Und das wollen wir gemeinsam singen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen.
Kommando zurück. Wir wollen mit Gott reden. Herr, unser Herz ist offen für dich. Danke, dass du uns ein Zuhause gibst, jetzt und in Ewigkeit. Danke, dass wir wissen, wo wir hingehören. Danke, dass du uns mehr liebst, als wir uns vorstellen können. Danke, dass du gut zu uns bist.
Danke, dass du uns Weisheit geben möchtest. Danke, dass du uns suchst, wenn wir uns verloren fühlen. Danke, dass du uns immer wieder begegnest. Danke, dass wir in der Gemeinde füreinander sein dürfen, einander tragen können. Danke, dass du Gemeinde gegründet hast. Ich bitte dich, dass du uns tief begegnest, damit wir Menschen erzählen können, was du für uns getan hast, aus unseren Erfahrungen. Damit wir sehen, dass dein Wort, was wir lesen, in unserem Leben Realität wird. Wenn wir uns im Moment verlaufen haben, dann nehme uns und stelle uns dahin, wo wir hingehören, körperlich oder gedanklich. Führe uns wieder zurück dahin, wo wir hingehören. Und wenn du uns gebrauchen kannst, dann lass uns erkennen, wie wir unsere Gaben und Fähigkeiten für das Gute, für das Wahre, für das Vollkommene einsetzen können. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen. Und uns den Frieden Gottes zusingen und den Segen. Dich und durchdring dich.
möchte einen Segen aussprechen für dich, der Jesus Christus folgt. Mögest du auf dem Weg bleiben, mögest du immer mehr und immer mehr Wahrheit verstehen und tatsächlich das ewige Leben schon jetzt genießen. Für dich, der vielleicht Jesus noch nicht als die Wahrheit, den Weg und das Leben entdeckt hat, möge der Herr, der Liebe schenkt, dich mit der geistlichen Gabe, so wie es in Galater steht, segnen. Möge die Liebe, der Frieden, die Freude, die Geduld, die Güte, die Großzügigkeit, die Treue, die Freundlichkeit und die Selbstbeherrschung dein Herz so einnehmen, dass du nichts anderes kannst, als Liebe vor den ganzen Herausforderungen des Lebens zu geben und so auf den Spuren des Meisters unter dem Wort Gottes ins neue Jerusalem kommen. Amen. Und für diejenigen, die bei der Besinnungswoche mit aktiv waren, habe ich noch ein kleines Dankeschön links an der Seite. Ihr könnt zwischen zwei verschiedenen Schokoladensorten wählen. Bedient euch.